Jimmy, was macht eigentlich der John Baker aus? Philosophie ist aus möglichst wenig Zutaten mit möglichst viel Handwerk ein möglichst gutes Produkt zu machen. Für mich ist es so ein normales Ruch, normales Weißes. Für mich dann irgendwann hast du es gesehen. Ich finde mir zum Beispiel, wenn du zum Gemüse nimmst, Früchte nimmst, die kriegt man das Gemüse in die Früchte noch mehr Geschmack rein. Auf was freut ihr euch heute speziell? Ich glaube, wir zeigen wie so die Kombination zwischen Brot und Küche, dass man auf der Seite Brot vielleicht ein bisschen die Angst verliert und sieht, dass es gar nicht so eine Hexerei ist. Ich habe einen Zopf mitgebracht vom Vortag. Das Gericht Arme Ritter habe ich daraus gemacht. Kombiniert mit etwas Rhabarber, weil jetzt gerade Saison ist. Und einfach auch so ein bisschen als Dessert Gegenpol zum süßen Zopf. Dann, genau. Jetzt müssen wir das einfach so ein bisschen kurz im Zucker von beiden Seiten wenden. Wollen wir mal probieren? Ja, unbedingt. Ja. Ist es gut? Ja, ist lässig, wie das so durch und durch fluffy ist und ja, saftig und geschmackvoll. Ja. Ja, das ist lässig. Das ist eben der Unterschied, wenn man es pochiert, aber durch das mehrmals wenden und nachher auch dämpfen, wird es natürlich schön fluffy, ja, und viel saftiger. Das nächste Gericht, das ich mir überlegt habe, ist eigentlich so ein bisschen inspiriert natürlich von eurem Brot. Ja, wir rösten ja das Vollkornbrot, damit es noch mal so ein bisschen die Karamellisierung gibt, noch so ein bisschen das Krosse noch ein bisschen, das gut passt, oder? Ja, ich habe das auch gerne. Also allgemein, es hat ja eh Röstaromen außen rum, aber ich finde es auch noch fein, wenn man ein Sandwich vorne noch so, ja, jetzt im Toaster oder schnell in der Pfanne von beiden Seiten noch kurz ein bisschen Farbe gibt. Jens, wir haben ja das Brot jetzt im Holzofen kurz angeröstet. Was ist eigentlich das Besondere am Holzofen? Das ist eigentlich noch recht cool beim Holz, dass du es also ein bisschen spürst. Du hast bestimmte Aromen auch im Holz drin, die eigentlich dann recht durchkommen. Du hast ja vorhin die Hand reingekippt und hast gesagt, es schmeckt nach Holz. Also es, ja. Das ist natürlich schon ein wahnsinnig grosser, ja, Vorteil. Ja. Einfach so nochmal so der Zusatz, die letzten 10%, die es noch gibt, die einfach das nochmal Holzofenbrot nochmal spezieller macht. Ja, Renat, wir haben zusammen Brötchen gemacht. Als Inspiration eigentlich ist euer Früchtchen, das ich irgendwie, glaub, vor eineinhalb Jahren das erste Mal hatte. Und das gefällt mir mega, weil einfach sehr, sehr viele Dörrfrüchte drin sind. Und ich stehe halt sehr auf Dörrfrüchte. Und für mich ist es auch so ein Ersatz für einen Powerriegel. Und dann habe ich mir eigentlich überlegt, eigentlich könnte man das sehr gut kombinieren mit Gemüse. Und heute haben wir zwei Varianten. Einmal mit Knollensellerie. Und Datteln und Baumnüsse. Und da haben wir eigentlich eher einen dunkleren Teig genommen, oder Jens? Was haben wir da für einen Teig genommen? Also beim Sellerie habe ich eigentlich einen dunklen Teig genommen, das Ruchmehl. Da kommt halt mehr so dieses, bei den Baumnüssen und so alles ein bisschen mehr durch. Dann haben wir ja, die zweite Variante ist eigentlich, haben wir Rüebli genommen. Und das haben wir jetzt eben auch mit Aprikosen kombiniert, aber einen anderen Teig gemacht. Das ist natürlich auch wichtig, das Verhältnis, oder? Wie viel Teig, wie viel Gemüse, wie viel Dörrfrüchte sind drin, oder? Was habt ihr da für ein Verhältnis, Teig und dann eben Zusatz? Also wenn man ein Kilo Teig hat, tun wir 500 Gramm Zugabe drin bei dieser Art von Brot. Also bei unseren Früchten, überall, wo es ein bisschen Dörrfrüchte oder eben so ein bisschen verarbeitete Gemüse drin hat. Nichts Schlimmeres, wenn man es Früchtebrötchen oder eben so ein Brötchen isst und die Hälfte auf dem Brot hat nichts drin, oder? Das ist immer so ein bisschen enttäuschend.